Die Maschinen und Phantome haben sich fast gegenseitig ausgelöscht. Was war das? Aloy, Gerard hat die Selbstzerstörung Ausfallsicherung der Druckermatrix aktiviert. Er kontrolliert jetzt einige Systeme. Auch den Aufzug? Ich fürchte ja. Er hat den Zugang nach oben gesperrt. Du wirst ab da klettern müssen. Ich muss weg. Ich hab ihn fast. Im Klettern sind wir ja geübt. Rosarin. Ant, sind alle in Ordnung da unten? Größtenteils. Wir erledigen die letzten Phantome. Was ist mit den Zeniths? Tot, glaube ich. So sagt, du hast Eric erledigt. Gut gemacht. Ja. Danke. Dann sind wohl nur Tilda und Gerard übrig. Aloy, bist du da? Pass auf, ich war im Netzwerk, aber schon nach einer Minute wurde ich rausgeworfen. Ich habe Flugpläne und Flugrouten gefunden. Als ob die Zeniths planten, die Erde zu verlassen. Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß. Doch da ist noch mehr. In den Dateien waren lauter Hinweise auf etwas namens Nemesis. Was immer das ist, die Zeniths haben Angst. Alva? Alva! Was ist hier los? Vielleicht kann Beta mir da weiterhelfen. Also was Nemesis ist, naja, okay, wir wissen, Nemesis ist meistens immer so das letzte Ultimatum, ne? Der letzte Endgegner. Das ultimative Böse. Jeder hat einen Nemesis. Warte, da war ein Loch. Mhm. Wird dir bekannt vor, Schatz, ne? Mega geil hier. Ich bin fast da. Ja, irgendwie nicht alles neu aufgewertet, ne? Ganzes Nemesis ist die Steuerung. Hey, wir haben noch eine Uhr. Als ob wir hier irgendwie eine Uhr brauchen. Von den Getränken drinne? Den mittleren. Ja, irgendwie habe ich einen großen zwar aufgenommen, aber nimmt da den hier nicht so rein, aber gut. Ich habe einen mittleren drin, das ist das auch schon nicht verkehrt. Ja, ja, da ist alles soweit wieder voll. Nur hier die Säure nicht. Aber ansonsten ist alles voll. Denk mal, jetzt kommt es zum Showdown. Ich wäre lieber da unten und würde mitfighten.
Geht es dir gut? Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast, aber hilf mir, auf das Zenith-Netzwerk zuzugreifen. Ich muss ihre Dateien sehen, alles im Zusammenhang mit Nemesis. Okay. Da drüben. Die Systeme der Basis funktionieren nicht mehr. Also sollte ich das nutzen können. Ja, Nemesis. Hier. Da ist etwas im Weltall. Es verfolgt die Zenith-Aktivitäten auf der Erde. Schau. Fluchtvektoren. Alva wollte mich davor warnen. Die Zeniths wollten nicht hierbleiben. Es ist eine Art Maschine. Oder ein Maschinenschwarm. Die Energiemessungen sind astronomisch. Hey Leute, die Zenith-Kolonie auf Sirius wurde nicht von einer Naturkatastrophe zerstört. Das Ding hier war's. Die Erde ist nicht ihr neues Heim. Sie ist ein Zwischenstopp. Sie sind auf der Flucht. Wie ich sehe, warst du fleißig. Und du hast gelogen. Nemesis, was ist das? Das sind wir. Die Gedanken von Far-Zenith. Oder fehlgeschlagene Kopien davon. Immerhin, auf Sirius waren einige mit der körperlichen Unsterblichkeit nicht zufrieden. Ihr Ziel war digitale Transzendenz. Ein Weg, ihre Gedanken in organischer oder mechanischer Form hochzuladen. Nemesis ist ein fehlgeschlagenes Experiment, das verworfen wurde, aber nie gelöscht. Eine riesige Datenbank voller Erinnerungen, Emotionen und Vorurteilen, die vor sich hinschwelte. Und die hat eure Kolonie zerstört? Wir wussten nicht, dass sie ein Bewusstsein hatte, bis sie sich freikämpfte. Sie wusste alles Nötige aus unseren Erinnerungen. Sicherheitsprotokolle, Systemspezifikation, Überbrückungscodes. Es war schon alles gehackt, bevor wir wussten, wie uns geschah. Dann übernahm sie unsere Druckfabriken, wodurch sie jede Maschinenform annehmen und uns auslöschen konnte. Aber wieso? Stell dir vor, du bist jahrzehntelang allein gefangen und deine Gesellschaft sind nur die verqueren Echos von Größenwahnsinnigen. Sie hasst uns, weil wir sie in dieses Gefängnis gesteckt haben. Und jetzt ist sie frei und tut alles, um uns zu zerstören. Deswegen ist die Erde nicht unsere Heimat. Das Ausrottungssignal, das Hades erweckt hat, habt nicht ihr gesendet, sondern Nemesis. Endlich verstehst du es. Und als das fehlschlug, ist sie von Sirius ausgestattet, um es zu Ende zu bringen. Deshalb müssen wir auf irgendeinen Planeten fliehen, der irgendeinen Stern umkreist, sodass sie uns nicht finden kann. Mit Gaia. Damit ihr euch eine neue Welt aufbauen könnt. Das ist der Plan. Selbst jetzt. Die Erde ist erledigt, Aloy. Nemesis wird alles Leben hier vernichten, damit ihre Schöpfer keine Heimat finden. Aber Elisabeths Traum wird nicht sterben. Du kommst mit mir zu den Sternen. Und mit Gaia werden wir eine neue Welt erschaffen, wo uns diese Monstrosität nie finden wird. Was? Nein. Ich habe Elisabeth geliebt. Mehr als du es dir vorstellen kannst. Ich habe sie zurückgelassen und sie ist mit dem Rest der Menschheit gestorben. Ein Fehler, den ich seit 1000 Jahren bereue. Jetzt steht sie wieder vor mir. Nicht nur eine billige Kopie, sondern das Abbild ihres Selbst. Ich bitte dich nicht. Du kommst mit mir.
Es mag dir hart erscheinen, aber in ein paar Jahrhunderten wirst du mir vergeben. Du kannst mich nicht zwingen, Tilda. Dein Schild ist zerstört. Ich habe etwas Besseres. Phantom Prime, zu mir! In Deckung! Ab von hier! Aloy, du kannst nicht gewinnen. Das kommt mir bekannt vor. Hier, Schatz! Als ob Eloy sich von der etwas sagen lässt. Ey, das ist aber mal eine krasse Sache. Entschuldigung. Aber, richtig fette, krasse Sache, ne? Entweder kommt deswegen ein dritter Teil, oder wenn ich sie getötet habe, verschwindet Nemesis. Wobei Nemesis erinnert mich an ein künstliches S. Die Leute, die Perry Rhodan gelesen haben, wissen, was S ist. Dieses Phantom kann noch ganz anderen Dingen standhalten. Ja. Besser das Ding zuerst scannen. Mutz. Weg. Darf ich dich scannen? Da ist die Wand an. Bevor ich Schaden zufügen kann. Alter. Weg dich. Oh Gott, ich kann mich gar nicht wegbewegen. Ein Schlag nach dem anderen. Voll, da kann ich nicht lang. Danke. Du willst mich nicht verletzen, aha. Ich habe das Gefühl, dass meine Falle nicht ankommt. Bitte, Aloy, hör auf! Alter! Oh. Du kannst nicht gewinnen. Nimm das! Oh, der Wumms macht aber Wumms. Ich halte das aus. Zieh mal weg. Oh, gib mir die Dinger. Atsch. Kräftig. Ich glaube, Feuer war das, ne? Du hast gut gekämpft. Jetzt lebe. Ja, ihr Leute, nicht im Feuer stehen. Ja, schön. Bin ich ohne Grund hier der Zahnarzt. Oh, der hatte Bauzimmer. Ich halte das aus. Du nicht.
Also ich halte schon länger aus als seine Rüstung. Nur so zur Info, ne? Also. Sie lädt sich auf. Noch ein paar Treffer. Ich dachte ihn schon wieder. Frage dich, warum du dich zurückhältst. Wow. Lauf, Eloy! Wie viel Schmerz kannst du aushalten? Aha! Ich brenne! Langsam kann dein Körper auch nicht mehr, wa? Der Bohrer. Aber trotzdem die alte Geschichte. Es wird was erschaffen, was dann alles früher oder später zerstören will. Ja, richtig, die Obscurung, richtig. Es ist vorbei. Warum hast du mir keine Wahl gelassen? Oh, ich hab mir was Cooleres vorgestellt zu bekommen. Egal! Ich hab dir ordentlich in den Arsch getreten. Wollte sie dich mitnehmen? Und sie hat dir von Nemesis erzählt. Du hast es die ganze Zeit gewusst. Von Hades, ja. Daher hatte ich auch die Daten, mit denen man die Zenith-Schilde umgeht. Nur mit diesem Wissen konnte ich die Rebellenarmee erschaffen und hier und jetzt dabei sein. Hättest du das nicht sagen können? Jetzt komm, Aloy. Du bist die Letzte, die im Angesicht von unüberwindbaren Hindernissen vernünftig ist. Als Hades mir von Nemesis erzählte, sah ich, wie man die Figuren auf dem Spielfeld bewegen muss. Und gleichzeitig wurde mir klar, dass du dieses Spiel nie spielen würdest. Dass du versuchen würdest, die Tenakt zu retten. Bis zu einem gewissen Grad hatte ich recht. Du hast meine Pläne ruiniert, aber deine eigenen durchgesetzt. Das Ergebnis ist dasselbe. Wir sind da. Und jetzt ist es an der Zeit, diesen verfluchten Planeten zurückzulassen und mit der Odyssey und der Apollo-Datenbank ein neues Kapitel auf meiner Suche nach Wissen aufzuschlagen, eins mit unendlichen Möglichkeiten. Wenn du möchtest, kannst du dich mir anschließen. Du hast dir deinen Platz mehr als verdient. Im Gegensatz zu Tilda lade ich dich höflich ein. Du willst einfach abhauen und alles zurücklassen? Bleib. Hilf mir, das Ding zu bekämpfen. Vielleicht hat Tilda die Drohung nicht deutlich genug gemacht. Man kann Nemesis nicht aufhalten. Sie hat eine hochentwickelte Zenith-Kolonie in nur wenigen Stunden zerstört. Wie soll es dieser primitiven Erde voller Stämme ergehen? Wenn du Gaia mitnimmst, gibst du das Leben nicht auf. Du würdest einen Samen für eine neue Welt retten. Genau wie Elizabeth. Diese Entscheidung hat sie getroffen. Sie hat alles, was ist, geopfert für alles, was sein könnte. Wenn sie an deiner Stelle hier wäre, würde sie in das Shuttle steigen, Aloy. Hier ist sie. Ist sie verletzt? Sie steht noch. Den Zehen sei Dank. Leb wohl, Silence.
Sie sieht gut aus. Als hätte sie gewonnen. Wie immer. Aloy, du hast es geschafft. Na, wo geht er hin? So weit weg wie nur möglich. Oh. Sicher? Du bleibst. Für den Moment. Deine Leute brauchen alle Hilfe, die sie kriegen können. Du brauchst noch wer einen Drink? Nicht, wenn es nur dein Bier gibt. Och, mir reicht auch ein Nickerchen. Brillante Idee. Ah, hoffe, es ist wirklich das Ende. Es gibt noch einen Kampf vor uns, Elisabeth. Anders als der, den du gekämpft hast. Es geht nicht um die vage Hoffnung, eine neue Welt zu erschaffen, sondern darum, unsere zu erhalten. Meine Freunde haben eine neue Mission. Die Botschaft verbreiten und um Hilfe bitten. Damit kommen sie gut klar. Vielleicht liegt es daran, dass sie immer schon wussten, was ich gerade erst begreife. Dass die Menschen dieser Welt stark genug für jeden Kampf sind. Und schlau genug, um jedes Problem zu lösen. Mutig genug, jedes Hindernis zu überwinden. Und robust genug, um nach jedem Fehlschlag wieder aufzustehen. Ich für meinen Teil, ich habe schon Angst. Was vor uns liegt, ist größer als alles, was hinter uns liegt. Aber ich kann die Angst hinter mir lassen. Denn zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich nicht allein. Ja, darauf habe ich jetzt gerade abgesehen, dass man ja jetzt eigentlich weiterspielen kann. Wir jetzt eigentlich zu Gaia hin. Manchmal kriegt man ja irgendwie so eine Mission erst, wenn man es durchgespielt hat. Ja, mal gucken. Herzlichen Glückwunsch, du kannst die Welt nun frei weiter erkunden. Ja, oder mit neues Spiel Plus starten. Ja. Wofür erhalten Nemesis entdeckt? Nee, wir haben das so nebenbei erfahren. Dass es da was gibt. Oh, da hinten ist eine Textdatei, die war vorher nicht da. Hm?
Neues Spiel Eier plus starten. Okay. Was ist das denn da? Das darfst du mal vorlesen. Darfst tatsächlich echt nochmal vorlesen, bevor wir zu Gaia nochmal gehen. Ja, ich darf nochmal. Noch einmal Hephaistos. Textprotokoll. Datenbeschädigung minimal. Also, wir haben Hephaistos auf der Senet-Drucker-Matrix los... Auf die Senet-Matrix... Also... Wir haben Hephaistos auf die Zenith-Drucker-Matrix losgelassen, um eine Maschinenarmee gegen die Phantome aufzustellen. Und es hat funktioniert. Toll! Aber das heißt auch, dass wir Hephaistos wieder freilassen mussten und da er draußen weiterhin ein großes Problem darstellt, nicht so toll. Okay, ein bisschen Analyse, / Progonistik. Zuerst die Minusseite. Hephaistos wird sich zweifellos ins Brutstättennetzwerk zurückziehen und er wird ebenso zweifellos versuchen, die bösartige Maschine Mission zu erfüllen, die er seit der Entwicklung seines Empfindungsvermögens verfolgt. Das Terraforming-System vor Plünderungen zu schützen, indem er Kampfmaschinen baut, die menschliche Jäger töten. Noch dazu ist er vermutlich stärker als je zuvor. Der Kontakt zum Zenith-Netzwerk hat ihm wahrscheinlich überladen und ihm so Zugriff auf neue Technologien, Werkzeuge und Upgrades verschafft. Und weil er lernen und sich selbst neu schreiben kann, wird er nicht noch einmal auf denselben Trick hereinfallen, mit dem wir ihn verfassen konnten. Ihn in Brutstätte Gemini wieder einzufangen, wird also nicht funktionieren. Aber es gibt Silberstreifen am Horizont. Obwohl die Verschmelzung mit Gaia abgebrochen ist, konnte sie Teile der ursprünglichen Hephaistos-Codebasis kopieren. Außerdem hat Silence ein paar hilfreiche Daten aus der Zenith-Kopie von Apollo extrahiert. Beides zusammen sollte Gaia ermöglichen, deutlich mehr Einfluss auf das Terraforming-System zu nehmen. Sie wird nicht die Kontrolle über Maschinen übernehmen oder Hephaistos von Kampfeinheiten abhalten können. Aber sie meint, dass sie mit verschiedenen Umgebungslösungen die Biosphäre innerhalb eines Jahres stabilisieren kann. Wir werden also nicht alle sterben, zumindest nicht, bevor Nemesis kommt. Und da sie jetzt Teile von Hephaistos Quellcode kennt, sollten wir neue Strategien entwickeln können, um ihn zu fassen. Es wird natürlich einige Zeit dauern. Aber die zweite Runde kommt, Hephaistos, und dann werde ich bereit für dich sein. Beta. Dankeschön. Wieder. Ja. Das hätten sie eigentlich mal hier vorher mit reinbringen müssen. Und jetzt nicht so, wie ich jetzt hier, ja, man wartet bis zum Spieleende und guckt dann mal nach, was es dann Neues gibt. Ah. Deswegen passiert da nichts mit dem Umbau etc. Ah. Diese Information hätte man vielleicht auch anders herausgeben können. Also, hey. F ist immer noch nicht da. Auf zum dritten Teil. Weil das zwingt eher ein zu Teil 3 wie Nemesis. Nemesis kann auch zur Not verpuffen oder sonstiges. Aber Hephaistos ist ja nun mal hier. Das ist ja immer noch das aktuelle Ziel damit. Lass mal reden. Alles in Ordnung, Gaia? Ja, es ist gut, zu Hause zu sein. Auch wenn es dauert, meine heuristische Matrix neu einzurichten. Ich muss sicherstellen, dass sämtlicher Zenith-Code aus meinen Systemen gelöscht wird. Gute Idee. Nimm dir Zeit dafür. Oh, da habe ich mir jetzt wirklich mehr vorgestellt. Okay, durch diese Textdatei ist jetzt noch so einiges klarer, was eigentlich gerade Sache ist. Also das hätten sie definitiv in den Abschluss mit reinbringen müssen. Meiner Meinung nach. Ja, weil das ist viel zu wichtig, als das jetzt in eine Textdatei zu verfassen und zu hoffen, dass der Spieler bis zum Ende bleibt und sich dann eventuell nochmal umguckt. Weil viele, ja, Abspann, gut, ja, neues Plus, neues Spiel Plus, gut, ich mach dann aus oder starte dann einfach neues Plus. So, fertig. Aber das, wie viele Leute machen das? Bleiben bis zum Schluss, gucken sich das da nochmal genau an, sehen jetzt so wie das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Und wissen dann, oh, da geht's ja noch weiter. Ja,
Das ist irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Also das ist eine zu wichtige Information, wie die hier so einfach mal so hier hinpacken und jo, gut ist. Ja, super. Bin ich hart. Was hast du vor? Ich will möglichst schnell herausfinden, wie die Biosphäre temporär stabilisiert werden kann. Wir haben zwar Hephaestus nicht, aber uns fällt bestimmt etwas ein. Das heißt nämlich, weil meine Frau hatte nämlich schon gesagt gehabt, bei der Anordnung der Programme, dass ja zwei fehlen. Und da hast du ja noch gesagt gehabt, naja, Hephaestus haben wir ja. Ne? Aber das stimmt ja nicht. Hephaestus haben wir ja dann gar nicht. Weil Hades ist klar, der ist weg. Ja, so. Aber wir hatten ja bis auf zwei die Symbole ja voll gehabt. Also war das Hephaestus, der uns ja noch gefehlt hat. Ja. Aber wenn der nicht da ist, dann ja. Oh, Ehrend hat seinen Protonenrucksack vergessen. Aber gut, Leute, dann wissen wir das wenigstens. Ich fange jetzt nicht an, God of War zu machen für ein paar Minütchen. Also das lohnt sich nicht. Da werden wir dann nächste Woche mit starten. Komplett durch. Da haben wir dann auch ein bisschen mehr Zeit. Ich bin da schon sehr gespannt. Glücklicherweise hat Dioskuren da Nachtschicht. Das heißt, er kriegt da wenigstens auch noch was mit vom Spiel. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen, mit mir das hier durchzuziehen. Auch wenn einige da schon durch waren. Aber trotzdem, es hat mir mega Spaß gemacht. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Dann bin ich erstmal raus für heute. Ciao, tschüss und bye, bye.